So, was müssen Sie noch können, wenn Sie Komiker werden wollen? Sie müssen Interviewtechnik beherrschen. Sie müssen viele Interviews geben. Das ist langweilig, weil es immer dieselben Fragen sind. Aber genau deshalb können Sie sich gut darauf vorbereiten. Ich werde zum Beispiel seit 40 Jahren am Anfang des Jahres gefragt, Jürgen, was glauben Sie, wird das Jahr bringen? Und ich antworte seit 40 Jahren, Januar, Februar, März. Eine Frage, die auch immer kommt, wenn Sie nicht Komiker geworden wären, welcher Beruf könnte Sie noch reizen? Da sage ich, Pathologe. Ja, das ist genauso interessant wie Chirurg, es gibt aber keine Reklamation. Und Sie werden immer nach Ihrer Kindheit gefragt. Da liegen Sie als älterer Komiker natürlich ganz weit vorne, denn Sie können erzählen, was Sie wollen. Ne? Zeitzeugen sind ja tot oder dement. Und machen Sie nicht den Fehler zu sagen, boah, die Kindheit war schön. Nein, war sie nicht. Sie war furchtbar. Deswegen sind Sie Komiker geworden. Aus Leidensdruck. Fragen Sie mich mal bitte schön laut, wie war Ihre Kindheit? Wie war Ihre Kindheit? Fragen Sie mich nicht. Es war ein Albtraum. Ich hatte als Kind einen ganz dicken Kopf. Mein Kopf war mit 5 Jahren schon so dick wie jetzt. Meine Mutter in ihrer Verzweiflung hat versucht, mich zu mästen, damit der Rumpf schneller nachwächst. Ich trug immer 2 Schulranzen. Hinten den mit den Schulsachen, vorne den mit den Stullen. Ich hieß nur Jagdwurst Jürgi. Ja, das ist ein schöner Name für einen Pornodarsteller. Für einen Drittklässler ist er scheiße. Mein Lehrer empfahl Sport, also haben mich meine Eltern in einem Ringerverein angemeldet. Trainer war begeistert. Endlich ein Schwergewichtler. Ich war 7. Eine Woche später hatten wir den ersten Vergleichskampf. Ich trat im Schwergewicht an. Mein Gegner war 16, kriegte schon Bart. Nach einer Sekunde lag ich auf dem Rücken, hatte seinen Sack im Gesicht. Danach bin ich sofort in einen Schachclub gegangen. Ich dachte, dicker Kopf, gut denken, passt. Und Schach ist eine der wenigen Sportarten, bei denen man essen kann. Und das konnte ich ja. Und das hat meine Gegner irritiert. Vor allem, wenn ich Dinge sagte wie, na, Herr Karpow, möchten Sie auch eine Fondue-Gabel? Also, das ist eine Möglichkeit. Oder Sie reiten die Armutsschiene, das machen ja auch viele. Fragen Sie mich noch mal bitte, wie war Ihre Kindheit? Es war so furchtbar. Ich war das Jüngste von 8 Kindern, musste immer die Klamotten von den Älteren auftragen und ich war der einzige Junge. Einmal in der Schule musste ich an die Tafel. Das war so furchtbar. Ich hatte dasselbe Kleid an wie die Lehrerin. Also, da haben Sie viele Möglichkeiten. Und was die Frauenzeitschriften immer wissen wollen, hier Frau im Koma, ne? Wie ist es mit den Frauen? Flirten Sie gerne? Sind Sie ein Womanizer? Und nun hatte ich in einem früheren Programm, es ist wirklich Jahre her, so einen Text mit Baggersprüchen, die damals en vogue waren, die packe ich einfach wieder raus und sage, ja, ich flirte wahnsinnig gern. Ich sage Dinge wie, nee, Frau, ich fürchte, es gibt Krieg, mein Säbel juckt. Ne? Sehen Sie? Einige erinnern sich, aber die meisten. Der nächste war so ein bisschen alternativ. Sagen Sie, haben Sie Wasser in den Beinen? Meine Wünschelrute schlägt aus. Den dritten mochte ich besonders gern. Ja, guck, er war noch nicht auf der Welt. Der hat Spaß. Der dritte war... Kennen Sie den Liebesruf der Riesenmuschel? Nein? Willst du ficken, ey? Und der vierte war so ein bisschen softer. Finger anfeuchten, Dame berühren. Jetzt aber nichts wie raus aus den nassen Klamotten.
So, da kam ja erst der Gag. Dann habe ich gesagt, ja, scheiße, nichts zu schreiben dabei. Ne? Da müssen Sie sehen, dass Sie die Sachen behalten bis zum nächsten Mal, wenn Sie auf die Piste gehen. Und zusehen, dass Sie nicht durcheinander kommen in der Disco und so anfangen. Was ist? Gib Krieg. Aber das ist natürlich Schnee von gestern. Standardlauge, wie die jungen Leute sagen, steht im Internet. Ne? Und vor allem, es passt nicht zum Alter. Das können Sie als über 60-Jähriger natürlich nicht machen. Sie können ja auch nicht sagen, zeigst du mir deine Muschi so, da muss ich erst mit den Breckis rascheln. Das, nicht, das kann der Pocher machen. Na, sagen Sie. Kann ich jetzt weitermachen? Das ist ja. Das Zauberwort beim Senior-Flirter heißt natürlich Niveau. Ich gehe oft ins Museum, gucke, ob irgendwo eine Frau allein vor einem Landschaftsbild steht. Dann schleiche ich mich an. Und dann fange ich an, Lyrik abzusondern. Der Nebel streift, der Sonne weicht, der Wald tritt grün hervor. Ein Rehlein um die Tanne schleicht. Wirkt schon. Es tönt der Vögel. Und wenn es dann so schön wirkt, dann setze ich nach mit: Sie haben schönes Haar, aber es braucht andere Beleuchtung. Ich kenne da ein kleines Bistro. Ich sage Ihnen, in 10% der Fälle geht sie mit. Ja, was denn? Das ist eine Riesenquote. Für Festgeld kriegen Sie keine 3 im Moment. Gut, Sie können es auch auf die komische Tour versuchen, dann wissen Sie auch, ob die Berufswahl richtig war. Gehen Sie in den Supermarkt, Abteilung Obst und Gemüse, treiben sich bei den Bananen rum. Wenn eine Frau kommt, die Ihnen gefällt, sagen Sie, klingelingeling. Ja. Besser? Lottogesellschaft? Was habe ich? 6 Millionen gewonnen. Schön, können wir das morgen bereden? Ist gerade ungünstig. Ich stehe kurz vor einer Verabredung mit einer wahnsinnig aufregenden Frau in einem hellrosa Top mit grüner Jeans. Und wenn sie dann lacht, dann wissen Sie, die ist ein bisschen blöd, da geht was.